Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diese drei leckeren Vorspeisen und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Als erstes mache ich das Walnuss-Karotten-Tarator. Dafür verwende ich 50 Gramm gehackte Walnüsse, 250 Gramm Quark, 40%iger, ein halber Teelöffel Knoblauchpulver, ein Teelöffel Paprikapulver, etwas Salz und die Karotten, die habe ich, das sind 5 bis 6 Karotten, die habe ich vorher geraspelt und dann in 3 Esslöffel Olivenöl angebraten. So 10 Minuten hat das schon gedauert, dann kam noch eine Knoblauchzehe dazu und ein bisschen Salz und dann habe ich die zur Seite getan und die sind abgekühlt und die kann ich jetzt gut verwenden dafür und dann können wir auch gleich loslegen. So, als erstes nehme ich den Quark. Da rein kommt das Knoblauchpulver, das Paprikapulver und ein bisschen Salz. Ich würde sagen so ein halber Teelöffel. Es wird gut umgerührt. Dazu kommen jetzt die Karotten und die Walnüsse und das wird alles jetzt gut umgerührt. So, das war's auch schon. Mehr muss da jetzt gar nicht gemacht werden. Die nächste Vorspeise ist der Peperoni-Quark. Dafür verwende ich 5 bis 6 Peperonis, die habe ich klein geschnitten und in 3 Esslöffel Olivenöl angebraten. Das hat auch so ca. 10 Minuten gedauert, bis die so ein bisschen Farbe angenommen haben. Dann habe ich Salz, einen halben Teelöffel Knoblauchpulver, 250 Gramm Quark, 40%iger und hier habe ich eine scharfe Peperoni. Die habe ich in ganz dünne Scheiben geschnitten und dann in 1-2 Esslöffel Olivenöl warm werden lassen. Das hat wirklich nur 15-20 Sekunden gedauert. Die werden nicht gebraten und das ist dann so ein Chiliöl geworden. Und jetzt können wir auch gleich loslegen. Als erstes nehme ich wieder den Speisequark. Den Knoblauch. Dann nehme ich einen halben Teelöffel Salz. Das wird schon mal umgerührt. Dann kommen die Peperonis da rein und es wird auch nochmal gut umgerührt. Und darüber kommen jetzt die Chilischeiben. Und somit ist die zweite Vorspeise dann auch schon fertig. Die letzte Vorspeise ist die Spinat-Joghurt-Creme. Dafür verwende ich 2,5 Esslöffel griechischen Joghurt, 100 Gramm Frischkäse, etwas Salz, etwas Pfeffer, etwas Chiliflocken, Olivenöl und hier habe ich Spinat, den habe ich vorher schon vorbereitet. Das sind 400 Gramm frischer Blattspinat und zwar habe ich eine Zwiebel in 3 Esslöffel Olivenöl angebraten, bis die ein bisschen Farbe angenommen hat und dann habe ich den klein geschnittenen Spinat dazu gegeben. Der fällt ja auch sofort in sich ein. Dann habe ich das noch so 5 Minuten weiter so ein bisschen gedünstet und anschließend habe ich den Spinat durch ein Sieb getan, damit die Flüssigkeit abfließen kann und der ist dann auch abgekühlt und jetzt kann er weiter verarbeitet werden. Und jetzt können wir auch schon gleich los. So, ich nehme als erstes den Frischkäse und den Joghurt. Dazu kommt ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer und ungefähr ein halber Teelöffel Salz und ungefähr ein Esslöffel Olivenöl. Das wird gut umgerührt. Jetzt habe ich eben ganz vergessen, noch ein bisschen Knoblauchpulver, ungefähr ein halber Teelöffel. Jetzt hat sich der Joghurt und der Frischkäse gut verbunden. Jetzt kommt der Spinat dazu und das wird jetzt gut umgerührt. Darüber kommt jetzt noch ein bisschen Olivenöl und ein bisschen von den Chiliflocken. Und fertig ist die dritte Vorspeise. So, das sind die leckeren drei Vorspeisen, die ich gemacht habe. Probiert sie unbedingt mal aus. Man kann sie als Vorspeise oder aber auch als Dip verwenden. Und ich kann die nur empfehlen, die sind richtig lecker und super schnell gemacht.
Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.